Endlich angekommen in Everstadt. War das ein weiter Weg, also meine Fresse. Auf der Karte sah das gar nicht so weit aus. Aber irgendwie habe ich mich verlaufen. Und dann diese Höhle mit den Trollen. So viele Trolle. Meine Güte. Und dieser Dieb, der uns dann noch angequatscht hat. Wir hätten ihn ja verschont, aber er wollte ja nicht anders. Er ist doch selber schuld. Aber es wäre so schön, einfach mal direkt auf ein Ziel loszugehen. Einfach sagen, da will ich hin. Und ohne Probleme. Ist meine Geschichte etwa so langweilig, dass du schon gähnen musst? Nur Banausen hier. Ich erlebe Abenteuer, komm raus. Und ihr gähnt, während ich euch meine Abenteuer erzähle. Geht ihr doch selber raus. Und erlebt etwas. Aber ihr sitzt nur hier in eurer Spelunke. Ohne Gäste, ohne sonst irgendwas. Und kümmert euch um irgendwelche Geister hier in der Nähe. Ihr seid ein Angsthase. Und werdet es immer bleiben. Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Skyrim. Sorry, diese Aufnahme musste ich jetzt einfach mal nutzen. Um, keine Ahnung, ein bisschen zu schauspielern. Ich weiß es doch nicht. Hallo Fender, wie geht es dir denn? Ich bin direkt hinter euch. Jetzt bist du gerade vor uns. Aber ist okay. Gut. Geht ihr vor? Ja, mach mal. Wie Aaron schon gesagt hat, wir sind endlich in Everstadt. Haben ja in der letzten Folge dann nochmal mit dem guten Wirt Wilhelm gesprochen. Und wir haben in das andere Haus, konnten wir glaube ich jetzt gar nicht um diese Uhrzeit rein, das ist verschlossen. Das da drüben, da kommt man nicht rein. Ist schade. Wir können natürlich einbrechen, aber dann hätten wir glaube ich die ganze Wut von den ganzen Leuten auf uns und das wäre ziemlich uncool. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen lassen wir das auch. So, das Haus da hinten ist kaputt. Hier ist wieder eine Wache. Ah, da haben wir noch ein Haus, mal gucken. Mal gucken, ob da was möglich ist. Gucken wir doch mal rein. Nein, wir dürfen Sternschnuppenhof. Dürfen wir auch nicht reingucken. Jetzt stellt sich mir gerade die Frage, ob wir jetzt einfach reingehen. Aber es wäre eigentlich schon geil, wenn wir vielleicht noch irgendwo bei irgendjemandem ein bisschen was verkaufen könnten. Theoretisch. Was sagt denn die Uhr? Na komm, wir warten mal. Wir bleiben jetzt einfach hier stur stehen. Macht's was, ja. Ja, es wird heller. So, hallo. So gefällt mir das doch schon viel besser. Gut, gucken wir doch mal. Jetzt kommen sie alle aus ihren Häusern. Oh, ihr reist herum? Ja. Dann habt ihr sicher furchtbar viel zu erzählen über die Welt außerhalb dieser langweiligen Stadt. Ja, ja. Wir haben in dem Gasthaus erzählt, aber da haben die gegangen. Das war nicht schön. Soll ich euch ein bisschen was erzählen? Könnt ihr mir irgendetwas Interessantes erzählen? Ja. Es muss ja so aufregend sein, von Ort zu reisen. Habt ihr ein Glück. Die will was hören und jetzt stellen wir eine Frage. Könnt ihr mir etwas über Hochrotgar erzählen? Die Graubärte sind ein merkwürdiger Haufen. Ich habe gehört, dass sie ihr ganzes Leben lang kein einziges Wort reden. Könnt ihr euch das vorstellen? Nee, tut mir leid, weil sonst könnte ich den Kanal hier gar nicht machen. So, jetzt können wir ihr nichts erzählen. Trolla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 l
Zaubertränke. Gift Nähe. Der geringen Magika. Trank. So, und jetzt müssen wir. Wir haben jetzt gerade kein Feueratronarchen hier. Wir müssen jetzt die ganze Kraft hier reinlegen. Einen haben wir, glaube ich. Schwanz nähe ich mir eine Tasche. Kannst du vergessen. Stirb. Das glaube ich nicht. Fuck, der ist nicht gestorben. Wow, 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 wow. Verdammt, die Ausdauer ist jetzt auch hin. So, den haben wir jetzt. Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Ich habe einen Fall gehört. Das ist, glaube ich, gut. Fender ist da. Sehr gut, Fender ist noch da. Wo ist der Gegner? Wo ist denn der hin? Hä? Da. Sehr gut, Fendal. Oh, danke, Fendal. Ey, wow. Was für ein Anfang. Fendal, ich habe mir echt Sorgen um dich gemacht. Aber hey, ist gar nicht mal so doof da von da hinten. Wow. Eisenstreitkolben der Ermüdung verursacht 5 Punkte Ausdauerschaden. Sehr geil. Stahldolch, Stahlpfeil, Gold. Ja, das können wir gerade nicht mit uns tragen. Es sei denn, wir finden jemanden, der uns... Was habe ich denn jetzt aufgenommen? Du kannst nicht rennen. Ach, Mann. Was haben wir denn dafür Mist jetzt aufgegeben? Irgendeine Bekleidung oder so. Hier, beendete Eisenrüstung ablegen. Ist mir jetzt egal. Nee, ich trage nicht mehr zu viel. Gold. Was haben wir denn hier? Ein Kontrakt. Hier ist die vereinbarte Summe. Ich erwarte, dass ihr, wie vereinbart, Aaron eine Lektion erteilt. Ihr braucht ihn nicht umzubringen, aber falls ihr euch doch dafür entscheidet, habe ich damit auch kein Problem. Eulfried Kampfgeborener. Diese Arschlöcher. Nehmen wir mal mit. Diese Bastarde, ehrlich. Wir könnten Fender mal so eine Rüstung, glaube ich, geben. Dass er sich die mal anzieht. So, komm mal her, Fender. Ich bin direkt hinter euch. Ja, das habe ich jetzt auch wirklich mitbekommen. Ich hatte echt erst Angst, wir hätten ihn getötet. Nee, hier, jetzt kommen die Menschen langsam wieder zurück. Was ist passiert? Oh. Was soll ich nehmen? Was ist passiert? Ja, will noch jemand fragen? Ihr habt es doch mitbekommen. Oh, Mist, jetzt habe ich ihm die Axt weggenommen. Das wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich ihm die weggenommen. Aber die brauchen wir vielleicht auch gar nicht. Obwohl ich gehe. Hier, Eisenstreitaxt. Das. Obwohl, die könnten wir behalten. Er kriegt den Eisenstreit. Nein! Ach Mann, geben. So, zack. Ich habe doch gerade die große Waffe von ihm. So, zack. So. Bekleidung. Da wollte ich dir jetzt. Die kannst du mal anziehen. Was haben wir denn hier alles gefunden? Hier, das hier, da, den wollte ich dir noch geben, genau. Stahlrüstung. Genau. Und ein bisschen Feuerresistenz. Da wir sehr viel Feuer einsetzen, ist es vielleicht gar nicht mal so verkehrt, wenn der ein bisschen Feuerresistenz hat. Okay. Dann haben wir jetzt wieder ein bisschen Platz geschaffen. Ihr geht vor, ich folge. So. Überstate der Wache, ja, du bist auch weggerannt wahrscheinlich. Also ehrlich. Oh, was ist passiert? Ihr habt keine Kleidung. Besorgt euch welche. Was? Oh. Stimmt, wo? Danke für den Hinweis. WTF? Was hab ich denn gemacht? Was hab ich denn gemacht? Nein. So ein Bullshit. Ey, Hauptsache, ich ziehe uns erstmal aus. Veränderungszauber kostet weniger. Jetzt haben wir erstmal wieder was an. Schade ist das. Ah, hier haben wir den dritten. Auch ein bisschen Gold. Aua, sonst. So, jetzt möchte ich mit dem Typen aber nochmal reden. Ja, wir erstmal. Es war alle weg. Ich war so vertieft in dieses Gespräch. Seid ihr auf dem Weg nach Hochrodka?
Ich bin dabei, selbst etwas dorthin zu liefern. Welche Lieferung bringt ihr nach Hochrotgar? Hauptsächlich Nahrungsvorräte wie Stockfisch oder Pökelfleisch, also Sachen, die lange haltbar sind. Die Graubärte kommen nicht oft raus, wenn ihr versteht, was ich meine. Und als Gegenleistung? Es gibt eine Art Übereinkunft zwischen uns. Es wäre einfach nicht richtig, für ein paar konservierte Lebensmittel etwas von ihnen zu verlangen. Das Problem ist, dass meine Beine nicht mehr so kräftig sind wie früher. Und die 7000 Stufen ihren Tribut fordern. Das könnte ich für euch erledigen. Da kann ich euch nicht helfen. Wirklich? Es wäre nett von euch. Nehmt diesen Beutel mit Vorräten. Wenn ihr oben angekommen seid, seht ihr die Spendentruhe, in die ihr den Beutel einfach hineinlegt. Das war es schon. Ja, vielleicht eine Information über den Aufstieg. Es gibt manchmal Wolfsrudel oder streunende Tiere, aber mit mehr hatte ich noch nichts zu tun. Nichts, womit jemand wie ihr nicht fertig werden könnte. Achtet darauf, nicht auszurutschen. Bei diesem Wetter können die Stufen gefährlich sein. Okidoki, besten Dank. Seid vorsichtig dort oben. Wir haben ja Fendal bei uns, da mache ich mir jetzt keine Sorgen, ehrlich. Hä, warum dürfen wir denn da nicht rein? Was soll denn der Mist? Da bin ich jetzt noch besserer Dinge mit Fendal an unserer Seite. Ist das das, wo die Geister drin sein sollen? Feuerschleierhügel, genau. Naja. Das machen wir ein andermal, aber es bringt uns halt Punkte. So. Warum dürfen wir denn da nicht rein? Naja, das will ich jetzt nicht. Dann wird der da sauer. Ich will doch da bloß rein. Ich möchte mit Leuten verhandeln. Naja, nützt nichts. Nützt nichts. Wir finden hier keinen Händler. Wir haben jetzt, glaube ich, wie viel? Ach, da muss ich wieder hin. Jo, 50 Platz. 50 Platz. Ich möchte mal versuchen, wieder ein bisschen anständiger zu reden. Also anständiger in Anführungsstrichen. Wer bist du? Meine Tochter treibt mich in den Wahnsinn. Also verzeiht mir, wenn ich ein bisschen angespannt bin. Könnt ihr mir irgendetwas Interessantes erzählen? Ihr müsst ein Pilger auf dem Weg nach Hochrotgar sein. Ja. Das ist der einzige Grund, hierher zu kommen. Wie sie alle mal voll begeistert sind, dass sie hier. Dass sie hier wohnen. Wer bist denn du? Diese Bären machen Fräulein Pemba so wütend. Ich hoffe, ihr könnt etwas dagegen tun. Bären. Hallo. Was kann ich an diesem wunderschönen Tag für euch tun? Ihr wirkt ziemlich glücklich. Mein Vater hat mich vor vielen Jahren etwas Wichtiges gelehrt. Er sagte: Gwillin, vor euch liegt die ganze Welt. Geht und seht euch um. Werdet das, was ihr werden wollt. Also habe ich seinen Rat angenommen und hier bin ich. Ihr mögt mein Leben armselig finden, aber ich bin zufrieden. Und kommt es nicht allein darauf an? Ich habe nichts dergleichen gesagt. Was willst du denn von mir? Einen schönen Tag wünsche ich. Aber es ist schön, dass es wenigstens einen Menschen hier gibt, der sich hier wohlfühlt. Ihr braucht etwas? Hat er nicht gerade eben gesagt, hier gibt's hier jemand hat ein Bärenproblem? Um zu glauben, wir würden die Graubärte mit unseren eigenen Nahrungsvorräten versorgen. Was haben sie je für uns getan? Es ist furchterregend, unter ihrem Kloster zu leben. Manchmal könnte ich schwören, seltsame Geräusche von dort oben zu hören. Es klingt wie Donner, aber ohne Regen. Was haltet ihr davon? Erst kommt der Blitz, pschuh, dann okay. Kommt der... Alle anderen machen das auch. Boah, ey, ich kann nicht mehr mit dir reden. Ich würde mich ja gerne mit euch mehr unterhalten, aber ich darf ja nicht. Hier liegt Ziegenkäse. Hier liegt eine Ziegenkäse-Ecke. Kann ich mit dir was machen? Bock, 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 bock. Mühlrad benutzen. Nö, danke. Okay. Ey, ich würde jetzt einfach sagen, wir marschieren jetzt einfach mal los. Nützt doch nichts. Da hoch müssen wir. Da. Da hoch. Wie viele Treppen waren es? 7000? Mach mal. Locker. Mal über die Treppe, über die Leiter drüber. Aber schöne Aussicht, muss man mal sagen. Dann gehen wir mal hoch. Naja. Aber was ein Start. Da haben uns diese kampfgeborenen echt Kopfgeldjäger auf den Arsch gehetzt, ey. Was haben wir denn hier? Lesen, Schrifttafel. Emblem 1.
Vor der Geburt der Menschen haben die Drachen ganz Mundus beherrscht. Ihr Wort war die Stimme und sie benutzten sie nur, wenn es absolut notwendig war. Denn die Stimme konnte den Himmel verdunkeln und das Land überfluten. Interessant. Wir haben auch eine Stimme. Und der zwei, ne? Wusch! Wusch! Ich hoffe, wir haben den Bock. Nee, da, ich dachte schon, wir hätten den Bock weggewuscht. Ich zähle die Stufen jetzt aber nicht, ne? Ich habe die dahin. Hast du mal mitgezählt? Nein, ich zähle die jetzt bestimmt nicht. Oh, hallo! Eva! Boah, einfach mal hier totgeprügelt. Wie geil. War nicht der Plan gewesen, aber es hat funktioniert. So, wir bleiben jetzt mal ausgerüstet. Ich habe jetzt schon überlegt, ob wir die Magierrobe anziehen, aber die Gegner kommen uns dann doch noch ein bisschen zu nahe. Und wenn die uns dann... Die hitten uns halt dann doch ziemlich. Also beim nächsten Level-Up sollte ich vielleicht dann doch ein bisschen in die Gesundheit stecken. Hallo. Jetzt seid ihr schon zu dritt. Vielleicht finden wir hier oben auch noch ein paar Gewürze oder irgendwie sowas, die uns ein bisschen mehr bringen. Oder also neue Gewürze, nicht mehr bringen, sondern einfach mal neue Gewürze. Das wäre auch mal cool. Das wäre schön. Na, gucke. Mal Hände einziehen. Wäre eigentlich ein schönes Bild für ein Thumbnail. Na, mal gucken. Weiter geht's. Weiter. Wer ist denn das jetzt schon wieder? Hallo. Bartner. Ja, bitte. Habt ihr die Graubärte Duwakin rufen hören? Habe ich. Es klingt sehr befremdlich, wenn die Mönche das tun. Ich frage mich, was es bedeutet. Was macht ihr denn da? Ich bin gerne hier oben. Ich wandle auf den Stufen, meditiere über die Symbole. Umso besser, wenn ich unterwegs ein bisschen Wild erlegen kann. Besucht ihr die Graubärte? Das ist nicht die Art von Leuten, die gerne Besuch empfängt. Aber ich klettere sowieso nie so hoch. Manche, die die Reise auf sich nehmen, lassen Nahrung oder andere lebensnotwendige Dinge für sie da. Versuchen aber nicht, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Ja, dann wird's mal Zeit. Ja. So, hier haben wir wieder so eine Schrifttafel. Emblem 2. Die Menschen wurden geboren und verteilten sich in Mundus. Die Drachen herrschten über die kriechenden Massen. Damals waren die Menschen schwach und hatten keine Stimme. Ja, ja, die gute Stimme. La 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 la. Das A und O in diesem Spiel hier. So, die Musik verschwindet. Warum? War doch gerade schön. Wow. Wölfe. Ja, wo seid ihr denn? Tada! Ein Eiswolf. Der hält ein bisschen mehr aus, obwohl ich mit Feuer komme. So, und jetzt, damit wir es verbessern können. Einen Moment. Ja. Tada! Und schon fetch. Je öfter wir es einsetzen, desto besser wird es. Desto besser wird das Ganze. So. Ich habe keine Ahnung, wie viele Stufen wir mittlerweile schon hinter uns haben. Ich bin mir auch nicht mal sicher, ob es wirklich 7000 sind. Ihr könnt ja, also, wirklich auch 7000 programmiert wurden. Hallo? Hast du uns schon gesehen? Nee. Dann können wir doch... Nee. Alter Nordbogen. Haha, das war guter Schaden. Wo will er denn hin? Wo ist er denn? Hallo? Verwirrend. Sehr verwirrend. Hinterher. Warte, wieso hat er denn jetzt schon wieder links nur eine Faust? Nee, das ist ein Bock. Ich habe doch da gerade zwei rote Punkte gesehen.
Aber wie man auf der Karte sehen kann, befindet sich halt auch echt nichts, was man mal entdecken könnte. So. Oh, das ist schon wieder so ein Eiswolf. Schöne Drehung. Sehr schön. Mit der restlichen Magie heilen wir uns. So. Ja, ach du auch mal da. Na gut, ich will mich ja jetzt hier nicht beschweren. Ist ja ein guter, unser Fender. Wow. So. Da haben wir wieder ein Emblem, eine Schrifttafel. Nehmen, Schale, Distelzweig. Nee, das ist ein offenes. Das nehmen wir jetzt nicht weg, obwohl wenigstens ein bisschen unsere Rolle getreu werden. Gold. Die Schale will ich nicht. Gold. Und da war noch ein Gold. Gold. Emblem 3. Der junge Geist der Menschen war stark in der alten Zeit. Sie hatten keine Angst, gegen die Drachen und deren Stimmen zu kämpfen. Aber die Drachen schrien sie einfach nieder und brachen ihnen das Herz. Also kam es ja automatisch speichern. War nicht der Plan. Also kam es dann zum Krieg zwischen Drachen und Menschen. Oh doch, da ist eine Höhle. Das erste Mal jetzt. Auf dem Weg bisher. Aber ich glaube, die ist ein bisschen unterhalb von uns. Es wird jetzt ein bisschen kälter. Zum Glück haben wir Flammenhände. Wir können uns selber wärmen. Das ist schon mal gut. Das ist sehr viel wert. Aber wir haben bisher keinen anderen Pilger getroffen. Sehr ruhig. Fendal. Fendal, schön, dass du uns begleitest. Auch wenn du die ganze Zeit irgendwie hinterherhängst. Lalalala. Jetzt geht's wieder runter. Was soll denn der Mist jetzt? Jetzt haben wir da oben eine Tatze auf dem Radar. Wie viele Emblems hatten wir jetzt? 3, ne? Ja. Ach, da unten. Ja, da ist das vierte. Ist es eine Schale oder ist es ein Mann? Hallo. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrotka emporsteigt. Carita. Hä? Habt ihr die Graubärte auch dieselben Fragen? Ich befand mich gleich außerhalb von Ivarstadt, als es geschah. Es ist wirklich aufregend. So etwas ist seit Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Wer seid ihr? Eine einfache Pilgerin. Ich würde es gerne dabei belassen, wenn's recht ist. Oh, schade. Was macht ihr denn da? Ich wandle auf den Stufen. Ich meditiere über die Symbole. Ich unternehme diese Reise alle paar Jahre. Das ist doch schön. So alt seht ihr aber gar nicht aus. Ja. Ja. Stimmst du mir zu, ne? Emblem 4. Kain wandte sich an Paturnax, der Mitleid mit den Menschen hatte. Gemeinsam brachten sie den Menschen bei, die Stimme einzusetzen. Daraufhin wütete der Drachenkrieg. Drache gegen Zunge. Interessant. Interessant. Mit dieser Information... Ja, bitte? Mit Carita und mit Fendal, unserem treuen Weggefährten. Ja. Ja. Warte mal. Ja, bitte? Ja, warte. Nee, warte mal. Ich krieg das hin. So, zack. Ja, bitte? Sag's doch nochmal. So. Oh, ich finde, das ist... Wäre das Auge nicht da, dann wäre es eigentlich recht cool. Aber egal, wir wollen uns jetzt mal nicht beschweren. Gut, wir haben einen Teil des Weges geschafft. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ja, eine gute Abmoderation brauche ich. Ich weiß gar nicht, wie viel an dieser Stelle würde ich das jetzt aber beenden. Ich weiß es nicht, aber die Hälfte sollten wir mittlerweile haben, glaube ich. Jedenfalls bedanke ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn wir weiter dem Weg folgen nach Hochrotka. Wenn wir die Graubärte besuchen und ihn vielleicht einmal das ein oder andere Wort vielleicht mal rauslocken. Man weiß es ja nicht. Vielleicht reden sie ja mit uns. Das werden wir sehen, hoffentlich in der nächsten Folge. Danke, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt. Und dann bis zum nächsten Mal bei Skyrim.